Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Freitagmorgen. Heute ist der 17. Dezember 2021 und vor uns liegt das Horoskop für den morgigen Freitag, den 13. Nur bei diesem Freitag, den 13., wollte ich kein Tageshoroskop machen und ich habe außer einer Konjunktion zwischen Mond und Lilith nichts gefunden. Also was ich heute mache, ist ein Erstlingswerk. Ich habe das Thema Lilith genauso verdrängt wie auch hier diese Grafik, weil hier die Konjunktion zwischen Mond und Lilith ist nicht zu erkennen, weil Lilith schlicht und ergreifend nicht eingetragen ist. Also das heißt, ein verdrängtes Thema kann man, glaube ich, so ideal bestätigen, dass es verdrängt wurde, weil es nicht einmal vorhanden ist. Ich gebe zu, dass ich über Lilith so gut wie wenig weiß. Ich kann euch da nur die allgemeinen Dinge sagen, die ihr wahrscheinlich genauso wisst. Ich habe auch keine Fachliteratur über Lilith, also das heißt außer ein schmales Büchlein. Und schauen wir mal, ob wir trotzdem ein paar Informationen herausholen können. Lilith wird, also hier auf Englisch, das ist das englische Astrocom, es gibt auch das deutsche Astrocom und wie üblich im Englischen steht ungefähr dreimal so viel Informatives wie auf dem Deutschen. Wahrscheinlich ist auch hier so eine Art Zensur üblich. Das ist angeblich, ja, das ist angeblich die erste, also die älteste, bekannteste Darstellung von Lilith. Es ist natürlich eine babylonische Darstellung und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sie hat hier Klauen, ja, wie von einem Greifvogel. Interessant ist, dass hier zwei Eulen, ja, dass hier zwei Eulen flankieren, die ja auch im praktizierten Satanismus einiges aussagen. Ja, gemäß, glaube ich, Kurt Schildmann sollen das die Raumschiffe darstellen, die Eulen. Es gibt da verschiedenste Ansichten. Eulen nach Athen, Athena, das Raumschiff. Auf jeden Fall hier geht es um die Darstellung der Göttin Lilithu oder Ishtar. Und mit Ishtar kommen wir dem heutigen Tagesthema Isis oder Mutter Maria ein bisschen näher. Ja? Also eine ganz interessante Geschichte und es soll halt hier dabei, übrigens Lilith ist nur ein Schnittpunkt, also das heißt, wir haben hier Mondumlauf Erde, aber wie ganz genau das mit dem Schnittpunkt funktioniert, weiß ich auch nicht. Der Umlauf ist 8 Jahre und 10 Monate und es soll hier sozusagen um die verborgenen Themen gehen. Also das heißt, das, was man nicht zeigen möchte, das, was man verdrängt, das, was man sozusagen unter den Teppich kehren möchte. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich gerade, ja, gerade in Zeiten wie diesen, in Umbruchszeiten wie diesen, ist eben Lilith deswegen besonders interessant, weil man kann sie nur dann verstehen, wenn man sich vor Augen hält, dass wir auf Erden das Matriarchat hatten. Und zwar hatten wir das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es war, ich will das jetzt nicht als idealen Zustand darstellen, aber es war eine wesentlich friedlichere Zeit. Es war eine wesentlich, wie sagt man, intelligentere Zeit. Ja? Weil das Patriarchat hat sich in erster Linie durch Vermehrung der Kinder bemerkbar gemacht und dadurch durch eine in einer Multiplikation von Problemen gemündet. Wir wissen ja, das Patriarchat muss künstlich etwas erschaffen, um seine Vormachtstellung dokumentieren zu können. Das heißt, das Patriarchat braucht technische Geräte, also was nicht, Computer, Autos und so weiter. Das heißt, Hochhäuser, okay, Hochhäuser sind jetzt keine technischen Geräte, aber Patriarchat muss kompliziert agieren, muss immer sich Erfindungen einfallen lassen, um nicht in der Versenkung zu verschwinden, weil der gesamte Kosmos ist weiblich. Gesamte Kosmos, alles. Also hier, es ist alles weiblich und es gibt nur wenige Planeten, die sozusagen die männliche
Vorherrschaft zulassen. Das sind sozusagen Experimentalplaneten. Und dieser Planet jetzt ist am Ende des Patriarchates angelangt. Das Ende des Patriarchates mündet dann einfach darin, dass sozusagen das gegenseitige Konkurrenzstreben dann dazu führt, dass man dann alles auslöscht. Ja? Also das ist die Ultima Ratio des Kontrollpatriarchates, des satanischen Kontrollpatriarchates. Und dieses Kontrollpatriarchat hat natürlich alle negativen Eigenschaften von sich selbst auf das, jetzt kann ich nur auf den Mond zeigen, auf den schwarzen Mond, auf Lilith projiziert und abgeworfen, kann man schwer sagen. Also wenn ich jemandem die Schuld zuweise. Ja? Also das heißt, hier wurde natürlich dem weiblichen Prinzip alle Schuld zugewiesen und wir wissen ja auch aus der Legende, Lilith soll ja die erste, die verruchte Frau Adams gewesen sein und erst Eva, die aus einer Rippe von ihm entstanden sein soll, also eine Männin sein soll, also das heißt, da ist ein bisschen so der homoerotische Beigeschmack drinnen, ist dann erst sozusagen die richtige gewesen, aber die auch bei der ersten Versuchung, Stichwort Apfel, was natürlich eine Plätzchensgeschichte ist, ja, weil es geht hier um was ganz anderes, da geht es um den Uterus, das heißt, hier wurden die Menschen klonfähig gezüchtet, diese Rasse, was nicht heißt, dass es in früheren Jahrhunderttausenden das Matriarchat gegeben hat. Diese Zuchtrasse jetzt wurde auf Patriarchat fixiert und das ist das große Manko, das ist das große Problem, unter dem die Menschheit kollektiv leidet. Wir haben hier wirklich ein massives Problem, ja, ein ganz massives Problem. Aber dazu würde ich sehr gerne sehr, sehr viel mehr erzählen, aber ich überlege mir das noch, weil da sind teilweise heftige Informationen dabei. Schauen wir mal, also die 13 vom Freitag, den 13. lassen wir mal weg. Freitag der 13. für diejenigen, die es nicht wissen sollten, beschreibt immer den Tag vor dem Vollmond, also das heißt Opposition Sonne-Mond oder den Tag vor dem Neumond. Unsere Vorfahren haben grob einen Mondumlauf in 28 Tage unterteilt, also 4 mal 7 Tage. Daher kommt auch das Wort Monat vom Mond und die Woche kommt vom Wechsel der 7, ja, Wechsel der 7 Planeten. Eben 4 mal die 7 Planeten wechseln Woche, also jede Woche, jeder Wechsel. 18.12.2021, 18. 30, 32, nochmals 32, 34, 35, daraus resultierend die 8. Die 18 ist schon einmal ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es um die Täuschung geht. Täuschen und getäuscht werden. Aber die 18 ist für mich auch eine sehr, sehr starke neptunische Zahl. Gut, du kannst jetzt sagen, da steckt die 666 drinnen. Auch richtig. Aber für mich ist es eine sehr stark neptunische Zahl und Neptun steht natürlich auch für den Kosmos, das urweibliche Prinzip, das erschaffende Prinzip, was des Männlichen nicht bedarf. Ja, also hier haben wir eine ganz, ganz interessante Thematik und sie steht auch für die Beendigung des Karmas. Naja, und wann kann ich das Karma beendigen? Na, indem die volle Wahrheit herauskommt. Und indem die volle Wahrheit herauskommt, ja, wir müssen die Wahrheit über Gott, Vater, Zeus, über den Repto, Gottvater Zeus, den wir heute in so vielen Tempeln, Kirchen, Palästen und so weiter noch immer verehren, über den Massenbefruchter, da müssen wir schon mal die Wahrheit herausfinden dürfen. Naja, und wir sind genau jetzt in dieser Zeit. Die 30 an zweiter Stelle. Die 30 ist eine Zahl der Zuversicht, aber nicht der Kraft. Ja? Denn die Energiereserven sind sehr schwach. Das heißt, in den nächsten 30 Tagen, interessant, gell? 30 Tage gilt nämlich dieser Aspekt. In den nächsten 30 Tagen ist Rückzug angesagt. Es ist Rückzug angesagt. Ja, ganz, ganz spannende Zeit. Dazu möchte ich vielleicht im zweiten Teil ein bisschen was erzählen, weil die Winterzeit bedeutet natürlich auch ein Zusammenbruch des Sonnenenergiefeldes, welches sozusagen die Erdstrahlung abschirmt, die Geister aus der Erde und die kosmische Strahlung abschirmt. Ja? Das heißt, die Hexen, die in der Luft herumfliegen. Man weiß ja, im Winter kommen die Geister aus der Erde heraus und die Hexen fliegen im Himmel herum. Und ich würde sagen, die letzten 4 Zahlen, letzten ist gut gesagt, machen wir dann im zweiten Teil. Ende.